Hallo und herzlich willkommen bei Karmananda ganzheitlich. Mein Name ist Karl Hartner und ich bin Arzt für ganzheitliche und ursächliche Medizin. Und heute geht es um das Thema Kraftsport, Bodybuilding, Schwerathletik, wie auch immer man es nennen möchte. Das ist sicherlich jetzt nicht das Thema für alle, die hier zuschauen. Aber ich habe in den Kommentaren gelesen, dass es gewünscht wird und deswegen mache ich ein ganz kurzes Video drüber. Und ich komme gerade aus dem Fitnessstudio von dem Training und dachte, jetzt spreche ich doch hier gleich mal rein. Ich war gerade noch in der Sauna, deswegen habe ich ein bisschen rote Augen. Okay. Ich trainiere seit 37 Jahren und habe über 8000 Trainingseinheiten hinter mir, also 8000 Kraftsport-Trainingseinheiten, wen das interessiert, das ist sehr viel und ich habe nie aufgehört, seit ich begonnen habe. Es sei denn, ich war mal krank, hatte mal eine Erkältung, dann musste ich ja aufhören, aber sonst nie, auch nicht im Urlaub übrigens, nie, gar nie. Ich habe nie ein Training verpasst, nie. Schlechten Zeiten, guten Zeiten und egal auch, wie ich mich ernährt habe. Und ich habe alle möglichen Ernährungsformen durchgemacht. Im Studium habe ich dann mal sehr viel Kilokalorien gegessen, dass ich geguckt habe, dass ich auf 4000 Kilokalorien komme. Dann habe ich auch zugenommen, auch an Muskulatur, aber auch an Fett. Das hat mir nicht gefallen. Dann habe ich die Ernährung wieder geändert, habe mehr Ausdauersport dann auch gemacht und so weiter. Also, was ich sagen möchte, ist zum veganen Bodybuilding. Ich rede es nur kurz über das Vegane, über den veganen Kraftsport. Das geht sehr wohl und ist auch noch sehr gesund, denn ich persönlich mache das auch. Und da ist es einfach wichtig, dass wenn du das machen möchtest und Muskeln aufbauen möchtest, schauen solltest, dass du genügend Proteine bekommst und genügend Kohlenhydrate, aber reine, gute Kohlenhydrate. Also sprich, aus Obst und Gemüse und eventuell auch aus glutenfreiem Getreide und Hülsenfrüchten. Da sind am meisten gute Kohlenhydrate drin. Und da sollte man dann halt schauen, dass man am Tag auf die entsprechende Menge kommt. Je nachdem, wie viel man eben wiegt. Beim Muskelaufbau, Kohlenhydrate und Proteine und etwas gesunde Fettsäuren. Wenn man gesund ist, wenn man gesund ist. Ich rede jetzt nicht von einer Krankheit, die man heilen möchte. Da spielt es eine andere Rolle mit den Fettsäuren, mit den Proteinen und so weiter. Also ein gesunder Mensch, der viel Sport macht, hat auch einen höheren Verbrauch und braucht auch dementsprechend etwas mehr Kohlenhydrate und etwas mehr Proteine. Und da kann man dann auf die Ernährung zurückgreifen und wie gesagt mit den Kohlenhydraten eben schauen, dass man auf ungefähr 100 Gramm Kohlenhydrate plus minus kommt. Es kommt jetzt darauf an, wenn du jetzt natürlich 100 Kilo wiegst, als Mann zum Beispiel, dann brauchst du mehr, ist ja klar. Wenn du es 50 Kilo wiegst als Frau, dann brauchst du weniger. Das ist nur Pi mal Daumen. Das muss man ausprobieren. Und mit den Proteinen dasselbe. 50 Gramm Proteine oder als Mann 100 Gramm. Ich sage immer so Pi mal Daumen, 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Wer wirklich extrem viel Sport treibt, braucht ein bisschen mehr Proteine pro Kilogramm Körpergewicht, vielleicht 1,5 Gramm beim Muskelaufbau. Es gibt natürlich da noch ein paar Tricks. Und die Proteine, die nimmst du dann bitte aus Hülsenfrüchten. Und Nüssen zum Beispiel, Samen, Kerne.
und vielleicht auch zum Beispiel ein Hanfproteinpulver wäre ganz gut, Lupinenprotein. Es gibt so vegane Proteinpulver, die auch gemischt sind. Beim Erbsenprotein würde ich ein bisschen aufpassen, da muss man gucken, ob man es verträgt. Dann ist es auch völlig in Ordnung. Ich persönlich nehme gerne ein Hanfprotein oder ein Cashewprotein oder Macadamia-Proteinpulver. Das gibt es sogar im Drogeriemarkt zu kaufen. Da muss man nur gucken und möglichst dann Bio. Also ich nehme auch zusätzlich vegane Proteine dazu. Meistens an den Trainingstagen, davor und danach. Häufig aber auch an den Ruhetagen, dass ich eben auf 50, 60, 70 Gramm Proteine komme beim Muskelaufbau. Okay? Ich gebe gleich noch einen kleinen Tipp und Trick, wie man das auch noch verbessern kann. Dann, wenn man sagt, ich möchte abnehmen, aber die Muskulatur halten, dann sollte man, wenn man gesund ist, die Fettsäuren kann man ein bisschen erhöhen, die Fette. Dann kriegt man da die Energie. Die Proteine können dann auch ein bisschen erhöht werden und die Kohlenhydrate eben runtergeschraubt. Das ist dann machbar Low Carb. Ganz einfach. Low Carb, High Protein und moderat Fett, sage ich immer. Ich finde es zu viel an Fett jetzt nicht ganz so gut, weil es die Leber sehr belastet. Also dann schraubt man eben die Proteine etwas hoch und fährt mit den Kohlenhydraten runter, dann isst man halt kein Obst mehr und kein Getreide mehr oder nur noch wenig oder ein Low-Carb-Brot oder Low-Carb-Riegel. Es gibt vegane Low-Carb-Riegel, so Früchte-Nussriegel, sehr gute, Bio sogar. Gibt's, kann man alles finden im Internet, musst du nur ein bisschen suchen. Und dann eben, wie gesagt, mehr Proteine und moderat Fette, da kann man dann auch ein bisschen mehr Fettsäuren, also Olivenöl, Walnussöl und so weiter, zuführen. Und dann ist es noch wichtig, ganz wichtig, eben die Substanzen einzunehmen, zusätzlich, die für den Muskelaufbau und für die Muskelregeneration wichtig sind. Das sind natürlich die bestimmten Aminosäuren, auch Glutamin, auch Taurin, auch Arginin, auch die BCAAs, also die verzweigkettigen Aminosäuren, Valin, Leucin, Isoleucin. Darauf kann man dann auch noch achten. Die nehme ich zum Teil zusätzlich ein. Also ich habe auch ein Argininpulver zum Beispiel da, ich habe ein Taurinpulver. Das schütte ich mir dann noch zusätzlich in meinen Drink, wenn ich zum Trainieren gehe oder vorher. Und dann kann man noch Kreatin einnehmen, Carnitin, MSM, die ganzen B-Vitamine, Vitamin C, Alpha-Liponsäure und das Ganze, was ich immer erzähle. Ich habe da ein Video drüber gemacht über die Supplements für den Muskelaufbau. Also das wäre dann die Sublimierung, also die orthomolekulare Geschichte, Nahrungsergänzungen. Und ich kenne keinen Kraftsportler, und ich kenne viele, die das nicht zusätzlich substituieren. Aber du kannst natürlich auch sagen, gut, ich mache das jetzt als Hobby, das ist mir jetzt egal, dann brauche ich da jetzt nicht so viel. Das geht natürlich auch, um Gottes Willen. Ich sage nur, wenn man wirklich einen Muskelaufbau haben möchte, dann wäre das gut. Und dann, wie gesagt, zum Fettabbau und Muskelerhalt wäre es dann wichtig, eben die Proteine etwas zu erhöhen. So machen das auch Profi-Bodybuilder, so hat es auch Arnold Schwarzenegger gemacht, nur der hat es nicht vegan gemacht damals. Der hat dann Hühnerbrust gegessen und die Kohlenhydrate weggelassen. Okay? Aber wir können es auch vegan machen. Wir können gesunde Kohlenhydrate, gesunde Fettsäuren und gesunde Proteine auch alle vegan zu uns nehmen. Das geht sehr wohl. Da musst du einfach mal schauen, wo ist denn was drin. Und irgendwann mache ich mal ein Video über die genauen Mengenangaben, aber wie gesagt, man muss immer unterscheiden in der Aufbauphase und in der Definitionsphase, wenn man sich definieren möchte. Man nimmt nie Muskeln zu, ohne auch Fett zuzunehmen, wenn man das wirklich möchte.
Man nimmt niemals Muskeln ab, ohne auch, also Entschuldigung, man nimmt niemals Fett ab, ohne auch etwas an Muskelmasse zu verlieren. Das sind Regeln im Bodybuilding. Und das weiß auch jeder Kraftsportler. Und deswegen ist die Ernährung hier schon sehr wichtig. Und natürlich ist eine vegane Ernährung schwieriger, würde ich mal sagen. Und da muss man auch gucken, dass man die Proteine, die veganen, pflanzlichen Proteine auch gut verträgt. Und es gibt natürlich die Master Amino Acid Pattern, die nehme ich zum Beispiel noch ein und da bin ich sehr dankbar und froh, dass es die gibt, weil ich glaube, ohne die wäre ich auch ein bisschen aufgeschmissen mit der veganen Ernährung. Und die bestehen aus Hülsenfrüchten und sind ganz frei verfügbar, sind die essentiellen Aminosäuren, die sind frei verfügbar in rein kristalliner Form und haben deswegen auch eine unheimlich hohe Bioverfügbarkeit und bilden sehr wenig Abfallstoffe, wie zum Beispiel Ammoniak. Und da gibt es auch hier eine Tabelle in dem Buch. Ich zeige euch das Buch noch in die Kamera, das finde ich ganz klasse. Also der Stickstoffabfall von diesen MAPs, wie sie heißen, der liegt dann gerade mal bei 1% und die Netto-Stickstoffverwertbarkeit für die Körperproteinsynthese liegt bei 99%. Im Gegensatz zu den Nahrungsproteinen oder Aminosäuren-Nahrungsergänzungen. Da ist diese Balance, die Bioverfügbarkeit, lange nicht so gut. Das ist tatsächlich so. Und sprich, wir haben einen Nährwert. Wenn wir 10 Gramm, das ist nicht viel, 10 Gramm von diesen Proteinen einnehmen oder Aminosäuren, dann haben wir einen Nährwert, wie wenn wir 350 Gramm Fleisch essen würden. So steht es jedenfalls hier. Also das ist das schon, ob das jetzt genau stimmt, weiß ich jetzt nicht. Gell? Aber da ist natürlich eine wahnsinnig hohe Bioverfügbarkeit da und die sind auch innerhalb von 23, 24 Minuten schon im Körper, im Blut drin und sind verfügbar. Bei den Nahrungsproteinen dauert es zum Teil sehr viel länger. Ja? Und die sind halt auch leicht verdaulich. Also das wäre noch ein Tipp für die Veganer unter euch, die auch für die, für die Ausdauersportler, Leistungssportler, natürlich selbstverständlich auch. Aber eben auch, ich rede es heute mal über den Kraftsport, weil es gewünscht wurde. Und ich zeige noch dieses Buch hier in die Kamera, weil das wäre dann wirklich auch noch eine gute Ergänzung. Da steht es mal ganz genau drin. Auch die Dosierungen und für verschiedene Erkrankungen auch, aber natürlich auch für den Muskelaufbau. Und da wird auch nochmals erklärt, warum, was der Unterschied zwischen pflanzlichen und tierischen Proteinen ist. Lass dich nicht verunsichern durch die drei Eier, die hier vorne auf dem Buch sind. Das ist eigentlich ein bisschen Quatsch, dass die hier Eier drauf machen. Vielleicht, weil sie es die Eiweißrevolution genannt haben. Aber die sind vegan. Ne? Die sind vegan. Und die, das kann man auch im Internet eingeben. Da gibt es verschiedene Präparate von verschiedenen Firmen, die das herstellen. Und da kann man sich dann, das kann man mal ausprobieren. Ich habe eins mit, mittlerweile als Pulver mit Geschmack, weil ganz pur habe ich die jetzt 15 Jahre lang mittlerweile eingenommen. Da schmecken sie es nicht ganz so gut, aber ist mir eigentlich wurscht. Hauptsache es funktioniert. Und die nehme ich dann auf jeden Fall vor dem Training oder während dem Training ein und manchmal auch in der Trainingspause, in den Regenerationstagen. Und eben die ganzen anderen Mikronährstoffe, das ist wichtig. Also musst du halt einen Plan zurechtlegen, Mikro-Makronährstoffe. Und wenn du sagst, okay, ich mache es vegan, dann darfst du dich hinsetzen, das ist ein bisschen eine Arbeit mal, und mal gucken, was ist denn drin, wie viel Eiweiß ist im Cashew-Joghurt drin, oder im Soja-Joghurt, oder Lupinen-Joghurt, oder im Obst und im Gemüse, da wird sind kaum Proteine drin, da muss man schon gucken, dass man zuführt. Linsen, Erbsen, Bohnen, Sojabohnen, Humus zum Beispiel, Kichererbsen. Da sind ganz gut verdauliche Eiweiße drin, auch relativ viel Fett. Da muss man einfach das dann ausrechnen. Okay, also es geht sehr wohl und ich kenne einige Bodybuilder, die sich vegan ernähren. Tatsächlich. Ich kenne natürlich auch viele, die sich nicht vegan ernähren und sagen, das ist totaler Quatsch, das funktioniert nicht, aber es funktioniert sehr wohl. Und es ist auch wirklich gesünder auf lange Sicht gesehen, weil eben
der Körper durch den Fleisch- oder tierischen Eiweißverzicht eben nicht so übersäuert. Und ich mache auch nochmal ein Video, was tierische Proteine im Körper machen, auf lange Sicht gesehen. Und ich bin hier nicht extrem, ich möchte hier niemanden überzeugen. Ich habe selbst lange Zeit Fleisch gegessen. Ich habe selbst mich lange Zeit nicht vegan ernährt. Ich habe immer wieder so Phasen gehabt, ich habe es ausprobiert. Aber ich bin wieder zurückgekommen, jetzt nach vielem Ausprobieren, auch mit meinen Patienten, Low Carb, ketogene Ernährung etc. pp. Bei mir persönlich zu dieser Ernährungsweise. Ich muss gestehen, ich mache manchmal Ausnahmen und esse etwas Fisch. Das erlaube ich mir oder das mache ich einfach. Da schaue ich, dass es dann eine gute Qualität ist. Das ist meine Ausnahme. Also so knallhart vegan bin ich da nicht, aber Eier, Milch, Fleisch kommt mir jetzt nun mal nicht in die Tüte und auch das Gluten lasse ich weg, weil das Glutenprotein, das bringt in meinen Augen auch nichts, weil es sehr schwer verdaulich ist. Das meide ich. Also das waren mal ein paar Worte einfach mal so frei raus erzählt über die Ernährung im Bodybuilding, die man auch vegan gestalten kann, sehr wohl. Und da kannst du auch mal hier auf YouTube noch mal schauen, da gibt es ja sicherlich auch einige Beiträge noch von veganen Bodybuildern. Oder eben, kauf dir mal das Buch. Das ist keine Werbung, es ist einfach nur ein Buch, das finde ich gut. Ich zeige es mal in die Kamera. Also, dann hoffe ich, dass ich dir ein bisschen eine Info abgeben können oder vielleicht auch mal. Es ist einfach ein Ausprobieren für gesunde Menschen allerdings. Ja? So, ich zeige das Buch mal in die Kamera. Lars Johansen. Die Eiweißrevolution, MAP, Master Amino Acid Pattern. Und dann haben wir hier, zack. Und wer die ISBN-Nummer braucht, ich halte es mal in die Kamera, kannst ja kurz anhalten oder einen Screenshot machen. Hoffen wir, kann es erkennen, so, wer die braucht. Aber das Buch ist gängig. Ist ein cooles Buch, wirklich. Ja, also. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg, wenn du das machen möchtest. Ciao.